Es tobt ein gigantischer Kampf zwischen Bullen und Bären in den USA, und zwar über Optionen, denn es laufen Rekordwetten in noch nie gesehenem Ausmaß, ob die Märkte jetzt steigen oder fallen, ob einzelne Aktien, aber vor allem Indizes steigen oder fallen, haben wir noch nie gesehen, ein solches Volumen. Und das bedeutet, wir haben ja viele Konjunkturdaten diese Woche, wir haben Fed-Mitglieder, die sich äußern, dass das wohl für eine Seite sehr, sehr schmerzhaft werden wird. Die Frage ist nur für die Bullen oder eben für die Bären, aber schauen wir uns die Ausgangslage mal an, etwa beim SQQQ, das ist ein Short-ETF auf den Nasdaq mit dreifacher Hebelung, haben wir alleine am Freitag ein absolutes Rekordvolumen gesehen, hat es nicht mal entferntest gegeben in den letzten Jahren. Das heißt, hier sind einige überzeugt, dass diese Rallye, die wir vor allem beim Nasdaq gesehen haben, wohl nicht allzu lange Bestand haben wird. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir jetzt so viel Volumen hatten insgesamt in der letzten Woche, sogar mehr Volumen als damals im Januar 2021, als diese Meme-Stock-Geschichte gelaufen ist, da ja gigantische Volumina vor allem bei diesen Meme-Aktien wie GameStop, wie AMC, und das ist jetzt übertroffen worden und das will etwas heißen. Alleine Donnerstag und Freitag waren die viert- und fünftgrößten Optionsvolumentage in der Geschichte. Das heißt, da geht es um was, da geht es eben vor allem darum, die Märkte in die Richtung zu bewegen, die man brauchen kann. Und am Freitag ist ja kleiner Verfall. Da wird es dann richtig spannend. Und wenn wir uns anschauen, es gibt insgesamt etwas mehr Calls in der Summe als Puts, die hier zu Buche stehen. Und bei Calls vor allem auf den Spider, also auf den S&P 500, das SPY-ETF, aber vor allem auf Tesla, auf Apple und auf Amazon wird gewettet, vor allem auf der Oberseite. Also wir sehen, da ist richtig was los und das ist dann ein Katalysator für eine Richtungsentscheidung bei den Märkten. Und viele, wie etwa Mike Wilson von Morgan Stanley, der ja sehr, sehr gut lag in diesem Jahr, der sagt, ja, also wir sind jetzt an der unteren Range meines Ziels dieser Bärenmarkt-Rallye angekommen, 4.000 bis 4.150, die 4.000 um und bei sind wir ja da auch jetzt, da haben wir auch am Freitag kurz drunter geschlossen. Aber er sagt, ich glaube, dass wir da nach oben hin laufen, also bis zur 4150er Marke. Vor allem dann, wenn die Renditen fallen, also der Rendite für die 10-jährige Staatsanleihe etwa auf 3,25% fallen sollte. Aber, sagt er, dann im nächsten Jahr, im ersten Quartal, wird es richtig heftig, denn dann wird man realisieren, dass die Gewinne der Unternehmen einbrechen und dann werden wir in Richtung 3000 bis 3300 Punkte im S&P 500 fallen und dann irgendwann sich wieder in der zweiten Jahreshälfte 2023 meint, er wird es besser mit einem Jahresende bei 3.900, also um und bei da, wo wir derzeit sind. Also, wenn wir jetzt wirklich noch Luft haben bis 4.150 Punkte im S&P 500, dann wäre das eine Aufwärtsbewegung von um und bei 5%, die noch drin wäre. Wenn wir dann allerdings das sehen, was Mike Wilson für das nächste Jahr prognostiziert, dann hätten wir ein Abwärtspotenzial von 28%. Also ist die Frage, wo ist das Chance-Risiko-Verhältnis? Gucke ich, wenn diese Vorhersagen von Wilson stimmen, gucke ich, dass ich die letzten 5% da noch rausquetsche aus dem Markt, oder bereite ich mich darauf vor, dass wir 28% fallen? Heute gab es unschöne Nachrichten, eigentlich für die Fed vor allem und auch für die Märkte, aber das hat man so ein bisschen ignoriert. Wir sehen nämlich, dass die Inflationserwartungen, die von der Fed einmal im Monat veröffentlicht werden, jetzt deutlich gestiegen sind. One year ahead, 5,9 statt 5,4%. Und auch für die nächsten drei Jahre ein Anstieg auf 3,1 von 2,9%. Gleichzeitig geht die Erwartung, dass man einen guten Arbeitsmarkt hat, deutlich zurück. Warum, werden wir bald sehen. Und David Rosenberg verweist hier darauf, dass wir in Rezessionen eigentlich das Verbrauchervertrauen durchschnittlich von der Uni Michigan durchschnittlich bei 71 sehen. Jetzt sind wir unter der Marke von 55. Also das ist 16 Punkte unter dem Niveau, das wir normalerweise in Rezessionen sehen. Gleichzeitig ist der S&P 500 nur noch 2% von seinem 200-Tages-Durchschnitt entfernt, 2%, nicht viel. Und dieser 200-Tages-Durchschnitt ist immer sehr, sehr entscheidend, denn bisher hat der S&P 500, der Leitindex in den USA, es nie geschafft, in Bärenmarkt-Rallies diese Marke nachhaltig zu überwinden.
Und das vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich eine Earnings Recession sehen mit einem Fall der Unternehmensgewinne von 15%. Das heißt, das würde bedeuten, dass der S&P 500 immer noch ein bisschen teuer ist. Aber mal schauen, wie es eben kommt. Das ist die große Frage. Gucken wir auf den VIX. So könnte man sagen, naja, der VIX ist jetzt in einer Situation, wo er ausgebombt ist. Wir haben ein 2-Jahres-Tief beim RSI und beim VIX Daily ein 17-Jahres-Tief sogar, was die relative Stärke betrifft. Das ist ja ein Maß für Überkauftheit und für Überverkauftheit, genauer gesagt. Also wir sehen, da könnte etwas passieren. Auf der anderen Seite braucht der Dow Jones nur noch etwa 2,5 Punkte, um in einen Bullenmarkt zu kommen. Der ist ja deutlich gestiegen vom Tief Mitte Oktober. Aber insgesamt ist das noch ein sehr schmerzhaftes Jahr für die Investoren. Wir werden gleich noch später auf die Anleihen zu sprechen kommen, denn viele haben ja Aktien und Anleihen, gerade professionelle Vermögensverwalter. Und in real terms, also wenn man die Inflation mal mit einberechnet, ist das das schlechteste Jahr für den S&P 500 seit dem Jahr 1872. Und das ist ja auch schon ein paar Tage her, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt dieses ganze Krypto-Chaos, diese Turbulenzen noch dazu. Das ist eigentlich die größte Pleite seit 2008. Und der CEO Bankman-Fried antwortet dann mit einem Tweet, in dem steht, what, was? Man hat da mal eben 10 Milliarden Dollar verloren. Und jetzt kommt der Binance-Chef Changpeng Zhao, der sagt, ja, hier Bankman-Fried hat seine Anleger, seine Investoren, hat alle belogen. Aber die Frage ist, was hat dieser Mann eigentlich für ein Interesse? Denn er hat ja eigentlich, er stand ja eigentlich am Beginn dieser Pleite, indem er gesagt hat, naja, da läuft was schief bei FTX, bei dieser Kryptobörse, die jetzt pleite gegangen ist. Mal gucken, ob überhaupt diese Kaskadeneffekte jetzt noch kommen. Da könnte noch einiges Ungemach im Kryptobereich sein. Zumal, wenn wir uns jetzt mal Bitcoin alleine anschauen, und das hält sich ja besser als andere Kryptos in der Regel, sehen wir, da sind wir schon vom Hoch, das wir im Jahr 2021 erreicht hatten, am 9.11., also praktisch vor einem Jahr, da sind wir 77% gefallen. Das ist mehr als der Nasdaq in der Dotcom-Blase gefallen ist, damals nur 76%. Also das ist schon einer der größten Crashes, könnte man sagen, in der Geschichte. Natürlich ist es vorher explodiert nach oben, gar keine Frage. Und wir sehen jetzt, das finde ich interessant, dass Bitcoin von 8 der letzten 9 Tage jetzt gefallen ist, nämlich minus 26%, während gleichzeitig der S&P 500 in 7 der letzten 8 Tage gestiegen ist, und zwar um 8,5%. Und wenn wir uns Charts aus der Vergangenheit anschauen oder Chartverläufe anschauen, ich hatte öfter so einen Vergleich zwischen S&P 500 und Bitcoin gebracht, dann ist das eigentlich relativ ähnlich gelaufen. Also einer lügt, entweder Bitcoin oder der S&P 500, das werden wir sehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine, naja, schwächelnde Wirtschaft. Wir hatten ja die ersten beiden Quartale negativ, GDP. Wir haben eine der schlechtesten Gewinnsaisons jetzt seit dem dritten Quartal 2020. Wir haben den schnellsten Absturz am Hausmarkt seit 2011. Wir haben mal eben 2 Billionen in Krypto Geschichten verloren, aber die Fed sagt, wir haben ein Soft Landing, das ist noch möglich. Ist das wirklich möglich? Ich glaube nicht daran. Jetzt hat heute Brainard, die Fed-Vizechefin, sich geäußert und gesagt, ja, ich glaube, dass die Retail-Margen jetzt runtergehen. Das würde dann zur Disinflation beitragen. Und insgesamt hat sich die Dame sehr, sehr dovish geäußert, hat gesagt, ja, wir müssten die Zinsanhebungen jetzt ein bisschen verlangsamen. Wir könnten jetzt sehen, dass auch die Kerninflation ein bisschen niedriger wird. Und wir sehen auch, dass die Löhne jetzt nicht mehr so stark steigen, sondern vor allem könnten sogar beginnen zu sinken. Und wir sind vor allem sehr fokussiert auf Spillovers of Tightening, also auf Folgewirkungen unserer rigiden Geldpolitik. Das ist schon sehr, sehr dovish. Dabei hatte Waller gestern, respektive ja am Sonntag, eigentlich das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, die Märkte haben völlig überschätzt diese einzige Inflationszahl. Und jetzt muss man wissen,
Brainard ist ja Demokratin und wir wissen, dass viele demokratische Politiker die Fed angeschrieben haben, Paul angeschrieben haben und gesagt hat, Mensch, jetzt macht mal langsam. Brainard ist die Demokratin und hat sich vielleicht durchsetzen können damals im Fed Statement, das ja auch dovish war, kleinere Zinsschritte, mal abwarten, wie unsere Zinspolitik wird. Und gestern sehen wir Waller, der nicht zufällig der engste Vertraute von Jerome Powell, der ja Republikaner ist, innerhalb der Fed ist. Und das ist schon ein epischer Kampf, der tobt auch so ein bisschen innerhalb der EZB-Panette, der Italiener, der hat gesagt, okay, wir können ja die Zinsen anheben, aber ich will überzeugende Beweise sehen, dass das notwendig ist. Also sowohl in der EZB als auch vor allem in der Fed, da passiert etwas. Und Brainard, und das ist wirklich neu, sie hat gesagt, wir müssen jetzt die beidseitigen Probleme sehen, vor allem dann, wenn wir zu restriktiv sind. Also sie legt den Fokus praktisch auf die Folgewirkungen der Geldpolitik. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist, wenn jetzt die Wirtschaft stark abkühlt und dann gesagt wird, na Paul, du wolltest doch unbedingt die Zinsen so stark anheben. Du bist schuld daran, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Dann wäre natürlich Lael Brainard, die Fed-Vizechefin, prädestiniert, dann zur Chefin zu werden. Waller, wie gesagt, der Kumpel von Paul hatte gesagt, the market seemed to get way out in front, also weit, weit vorgelaufen, die sind zu stark gestiegen, der will mit Paul die Financial Conditions straffen, nämlich indem er die Aktien runterbringt. Warum ist es so, dass die Aktienmärkte, wenn sie steigen, die Financial Conditions lockern, aufweichen? Nun ja, die Leute sind reicher auf dem Papier, sie kriegen mehr Kredite, weil sie ja faktisch auf dem Papier mehr Vermögen haben, und wer mehr Vermögen hat, wer sich reicher fühlt, der konsumiert mehr, dadurch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder zugunsten der Nachfrage verschoben, was die Inflation dann wieder anheizen würde. Und wir sehen hier mal einen Vergleich der Inflationsdynamik in den USA und in Europa. Da sehen wir, dass in den USA alleine 52% der Inflation Nachfrage getrieben ist. In Europa sind es nur 24%. Also es ist die Nachfrage, die hier entscheidend ist. Und da wollen die Demokraten, da will auch eine Lael Brainard, jetzt mal so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Und die Republikaner unter Paul, so könnte man sagen, der fürchtet, dass das Ganze dann aus dem Ruder laufen könnte. Und aus dem Ruder laufen jetzt auch die Jobaussichten im Tech-Bereich, könnte man fast sagen. Amazon heute mit der Nachricht, dass man schon in dieser Woche beginnen wird, 10.000 Angestellte zu entlassen. Das wäre die größte Entlassung innerhalb Amazons, die es bisher gegeben hat. Das alles ja in einer kürzlich erfolgten Serie von Entlassungen, die wir gesehen haben bei US-Tech-Konzernen oder eben Hiring Freezes, also dass die Leute nicht mehr eingestellt werden. Und wenn wir schon mal von Amazon sprechen, gucken wir uns mal diesen Chart an. Die Amazon-Aktie positiv auf diese Nachricht reagiert, ähnlich wie bei Meta. Da werden Leute entlassen, dann steigen die Kurse. Die Tech-Unternehmen haben ja massiv Leute eingestellt, damit auch den Arbeitsmarkt in gewisser Weise leergefegt. Aber hier sehen wir mal den Chart von Amazon in einem Chart von Capital.com. Und da sehe ich jetzt nicht so wirklich viel Bullisches drin. Das ist für mich nach wie vor ein kaputter Chart, auch wenn der sich erholt. Also das könnte für die Tech-Werte vielleicht, wenn wir Amazon als Maßstab nehmen, noch schwierig werden. Schwierig wird es auch für Elon Musk und Twitter. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Am Freitag ist der Eli Lilly, ein großes, großes Pharmaunternehmen in den USA, abgestürzt, hat 10% verloren, viele Milliarden an Marktkapitalisierung verloren. Warum? Weil ein Fake-Account bei Twitter gesagt hat, unter dem Namen Eli Lilly, ja, alle haben gedacht, das wäre echt, aber es war ein Fake-Account, hat gesagt, ja, Insulin wird jetzt kostenfrei werden. Und das würde bedeuten, dass Eli Lilly deutlich weniger Geld verdienen würde. Dadurch sind Milliarden an Marktkapitalisierung verloren worden am Freitag. Und jetzt hat Eli Lilly gesagt, ja, also wir verzichten jetzt auf alle Werbung auf Twitter, wenn da so etwas passiert. Und das sieht so aus, als würden sich jetzt immer mehr von Twitter zurückziehen, immer mehr Werbetreibende von Twitter zurückziehen. Also das wird der Maske teuer zu stehen kommen. Der will hier diese 8 Dollar für eine irgendwie erfolgende Verifizierung von Twitter-Konten und kriegt es scheinbar überhaupt nicht hin. Dementsprechend auch für Elon Musk mit Twitter wohl schwierige Aussichten. Calls auf Tesla massiv derzeit am Start. Die Tesla-Aktie zunächst mal negativ gewesen, hat sich jetzt im Verlauf des Handels erholt. Kommen wir zur Geopolitik. Heute ja das Treffen Xi Jinping mit Mr. Biden. Da hat man sich wunderbar verstanden. Der Xi Jinping, der guckt ein bisschen gequält. Ne? So richtig angenehm war ihm das nicht. Aber
Man will zusammenarbeiten. Blinken reist jetzt auch wohl bald nach China. Biden hat gesagt, also ich glaube nicht, dass der Taiwan überfallen will, gell? So hat er mir nicht ausgeschaut. Na, der ist ja praktisch sehr nett gewesen. China hat ja jetzt übrigens auch kleineren Firmen erlaubt, praktisch Loan Payments erstmal aufzuschieben, also Zahlungen aufzuschieben. Das ist praktisch so eine Art Insolvenzverschleppung mit staatlicher Duldung, die da passiert. Und geopolitisch auch interessant, die Amerikaner haben der Türkei kondoliert zu diesem Terroranschlag in Istanbul. Und die Türkei hat das abgelehnt, hatte diese Kondolenz abgelehnt. Das muss man sich mal vorstellen. Türkei ja nach wie vor ein NATO-Mitglied. Wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, da haben wir ja den Scholz-Olaf gesehen, der praktisch dann nach China gereist ist. Das war ihm irgendwie wichtig. Und hier links in der Grafik sehen wir auch, warum ihm das wichtig ist. Denn wir haben einfach viel mehr Handel mit China als mit die USA. Wichtigster Handelspartner, schauen wir uns mal an im Jahr 2000. Da waren die USA für fast alle Länder noch der wichtigste Handelspartner. Jetzt ist das vielleicht noch Kanada und ein bisschen an Mexiko, gell? Vielleicht nur in Frankreich, aber sonst ist da nicht mehr viel los mit den Amerikanern. Also China natürlich aufgeholt, ganz klar. Und Scholz versucht hier die Dinge irgendwie am Laufen zu halten mit China. Und der DAX dankt es ihm. Das ist ja auch einer der großen Wunder, könnte man sagen. Wir haben massiv explodierende Gaspreise gehabt. Da war die Rede von, wir werden frieren im Winter. Zombie-Apokalypse sozusagen. Jetzt ist der DAX 20% gestiegen vom September-Tief. Damit formal in einem Bullenmarkt. 7 Wochen in Folge ist er gestiegen, ist aber heute dann an ein Widerstandsniveau gelaufen und da auch pünktlich abgeprallt, aber Bullenmarkt hin oder her, wir sind jetzt auf dem gleichen Niveau wie im Juni, wie im März und wie im Februar beim DAX. Also wir sind permanent in einem Wechsel zwischen Bullenmarkt und Bärenmarkt beim DAX. Die Amerikaner jedenfalls sind noch nicht in einem Bullenmarkt und das auf trotz unserer genialischen Politik, ne, also wo ja die Grünen jetzt gesagt haben, der Habeck und die, wie heißt das, die Baerbock, Putin denkt, dass er unsere Wirtschaft zerstören kann, Pech gehabt, wir waren schneller, ja, da ist man bisher sehr erfolgreich, muss man sagen, also vielleicht schaut sich der Putin das einmal ein bisschen ab, wie zerstörst du eine Wirtschaft, indem du die Energie verteuerst und den Leuten dann erzählst, das geht ja gar nicht anders, gell, und wir werden ja dann praktisch irgendwann in ferner Zukunft dann in der Lage sein, das irgendwie anders zu machen, werden wir das, dazu braucht man sehr, sehr viel Material, Rohstoff, die vorwiegend in China sind, Kobalt, Nickel, Kupfer, Lithium, da müsste man ein Vielfaches dessen aus dem Boden holen, wenn diese Vorstellungen wahr werden sollten, als derzeit überhaupt vorstellbar ist. Also so richtig gelingen kann das nicht, aber gut, jetzt haben wir erstmal SEFE verstaatlicht, das ist diese ehemalige Gazprom. Der Gazprom-Arm in Deutschland, das ist schon ein Schritt. Vorher hieß es ja, man würde das sozusagen unter Zwangsverwaltung stellen. Jetzt hat man sie richtig enteignet. Das ist dann nochmal etwas Besonderes. Und besonders auch das Risiko, das vielleicht kaum thematisiert würde. Nämlich das Risiko, dass in Anleihen schlummert, respektive in den Bilanzen der Banken. Denn die halten ja viele Anleihen. Die sind weniger wert geworden, weil die Kurse gefallen sind, ergo die Renditen gestiegen sind. Und bisher wurde das noch nicht so richtig bilanziert. Da sind Milliardenrisiken, die könnten spannend werden. Ich hatte heute Morgen gesagt, der Finanzsektor in den USA ist so derartig überkauft, dass es schon kracht. Vielleicht schlummert da etwas. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, Einstieg verpasst. Das werden sich ja viele fragen. Oh, jetzt ist der DAX so gestiegen, ich bin nicht dabei, jetzt springe ich noch rein. Vielleicht wäre das ein Fehler, wie Mario Steinrücken in diesem Artikel und dem dazugehörigen Video zeigt. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Es wird am Mittwoch, 18 Uhr, wieder mal dieses Webinar geben. Das heißt Making of trifft Q&A. Ein Blick hinter die Kulissen der YouTube-Küche von Markus Huckmann. Also ich beschreibe unter anderem im zweiten Teil des Webinars, wie mache ich die Videos, wie sieht mein Alltag aus, falls Sie es wissen wollen, ja, wie gehe ich da vor, wie kommt man an die Informationen, wie mache ich all diese Dinge, die ich eben so mache, vielleicht ein bisschen was Biografisches auch noch dabei, falls Sie wollen, ne, wenn nicht, dann sagen Sie Bescheid, dann lasse ich das besser. Mittwoch 16 Uhr als Teil eben dieses Webinars, Mittwoch 18 Uhr, es ist der 16.
November. Also da nochmal der Hinweis, ich packe Ihnen den Link unter das Video, packen Sie den schon mal in Ihren Browser rein, dass Sie es nicht verpassen. Also drei Empfehlungen, zwei Artikelempfehlungen und das Webinar und der gigantische Kampf zwischen Bullen und Bären. Ich sage Servus und Ciao.